Servus Fotofreunde, mein Name ist Janina Fischer von Janina Fischer Foto und Design und heute zeige ich euch das neue Luminar AI, Artificial Intelligence. Und obwohl ich Photoshop und Lightroom habe, habe ich mir Luminar gekauft und warum ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe meine Bilder normalerweise mit Lightroom und Photoshop bearbeitet, hauptsächlich mit Lightroom und wenn man mal was freistellen musste, dann mit Photoshop und habe jetzt ganz neu Luminar AI entdeckt und warum ich es so gut finde, das zeige ich euch jetzt mal. Es ist sehr intuitiv. Hier oben seht ihr die Leiste, die Navigationsleiste, die man sozusagen von links nach rechts durcharbeiten sollte. Hier beginnt ihr eure Fotos in Luminar hereinzuladen. Ihr könnt entweder ein Einzelbild hinzufügen oder einen ganzen Ordner öffnen. Ich habe euch hier jetzt schon mal einen Ordner vorbereitet, der heißt Luminar und ich habe mal zwei Personenbilder und drei Landschaftsbilder eingefügt. Die öffnet ihr, dann seht ihr die hier in so einer Ansicht. Jetzt könnt ihr euch einfach das erste Bild mal aussuchen. Ihr seht jetzt hier oben im rechten Rand, dass er dazu dieses Bild analysiert und euch Vorschläge macht, wie er das Bild bearbeiten würde. Einfache Landschaften, dann könnt ihr hier oben auf dem Pfeil noch weitergehen. Landschaften, Wasserlandschaften und da kann man jetzt sozusagen erstmal durchgucken. In dem Fall könnte man jetzt mal auf Landschaften gucken und dann findet ihr hier unten die verschiedenen Vorgaben. Es ist sehr intuitiv, ihr könnt euch hier wie gesagt einfach durchklicken und schauen, was euch ganz gut gefällt. Ja, das ist jetzt mehr Volumen, das bedeutet einfach sehr große Sättigung, klarer Himmel. Ja, in dem Fall, das ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu scharf. Alle diese Vorlagen kommen hier unten immer mit 100%. Das heißt, ihr könnt jede Vorlage, die euch dann doch ein bisschen zu viel ist, also jetzt in dem Fall, wenn ihr sagt, euch ist es ein bisschen zu viel, einfach ein bisschen mit dem Regler spielen. Alle sind meistens zu viel. Also in der Regel solltet ihr hier gleich mal ein kleines Stück zurückgehen. Wenn ihr sagt, ja, die Vorlage gefällt mir jetzt eigentlich so schon ganz gut, dann könnt ihr hier oben einen Schritt weitergehen auf Bearbeiten. Das heißt, ihr könnt jetzt hier noch weitere Einstellungen vornehmen und das Bild weiter bearbeiten. Was Neues ist eben unter anderem auch das Himmel austauschen. Das findet ihr dann hier unten. Und überall, wo so ein kleines AI dabei ist, bedeutet, dass diese Artificial Intelligence ist. Das heißt, das Bild analysiert und anhand eures Bildes einen Vorschlag erstellt. Genau, dann könnt ihr hier einfach mal die verschiedenen Regler ausprobieren. In dem Fall ist Enhanced einfach, ihr seht das, auch Sättigung, der Himmel wird dunkler, der Rest nicht. Was ich euch jetzt nochmal zeigen möchte, ist hier das Himmel austauschen. Ich habe das verglichen mit dem Photoshop Himmel austauschen, habe nie gedacht, dass es ein anderes Programm besser machen könnte als Photoshop, aber in der Tat bin ich jetzt von Luminar so begeistert gewesen, dass ich gesagt habe, ich kauf mir das, nicht nur wegen dem Himmel austauschen, das benutze ich persönlich nicht so gerne, weil es ja doch immer schöner ist, die echte Stimmung einzufangen und das auch wiederzugeben. Aber was halt hier ganz schön ist, ist, dass die Vorlagen recht gut taugen und um schnelle Bildbearbeitung hinzubekommen, ist dieses Programm gerade für Laien, die sich nicht in ein schwieriges Programm wie Photoshop eintüfteln möchten, wirklich gut geeignet. Beim Himmel könnt ihr hier oben aufklappen und seht jetzt hier schon die verschiedenen Vorgaben. Da könnt ihr einfach mal so ein bisschen durchscrollen und ihr könnt auch hier eure eigenen Himmel noch mit hinzufügen. Hier unten zum Beispiel, das hier ist ein eigener Himmel, den habe ich hier vor Ort mit der Drohne geschossen. Und da könnt ihr jetzt einfach mal eben so ein bisschen durchgucken, was euch gefällt und was dazu passt. Hier in dem Fall suchen wir jetzt einfach mal einen aus. Ja, der passt auf jeden Fall ganz gut. Der ist jetzt gar nicht so viel abweichend von dem, was es in echt wäre. Und dann könnt ihr hier noch weitere Einflüsse nehmen. Himmel verblenden bezieht sich darauf, wie der Himmel hier auch teilweise in der Spiegelung zu sehen ist und wie er mit der Umgebung verblendet wird, sprich die Weichzeichnung am Rand. Da empfehle ich immer eher gering zu lassen, weil ihr jetzt gerade hier mit den Bergen, man kann jetzt hier auch mal reingehen, wollt ihr ja nicht, dass das hier verschwimmt, sondern dass diese Kante doch relativ stark ist.
Was auch noch ganz schön ist, ihr könnt hier auch besser als in Photoshop den Himmel verändern. Hier seht ihr vertikaler Versatz, da geht der Himmel einfach hoch und runter. Und auch horizontaler Versatz. Bei Photoshop geht es zwar auch, aber hier passt das Programm darauf auf, dass ihr keine leeren Bildbereiche am Rand bekommt. Bei Photoshop, wenn man den Himmel hin und her zieht und nicht gut aufpasst, kann es sein, dass ihr den Himmel so gedreht habt zum Beispiel, dass am Rand der Himmel sozusagen aufhört und Photoshop achtet da nicht darauf. Lumina achtet darauf und es kann erst gar nicht passieren. Dann könnt ihr den Himmel hier auch noch drehen und so einfach perfekt einpassen. Bei Wänden wird es vertikal gespiegelt. Das braucht ihr vor allem, wenn ihr die Sonne von rechts oder von links habt. Hier in meinem Bild ist es jetzt nicht so relevant, weil die Wolken einfach weiß sind und nicht von einer Seite angestrahlt sind. Aber wenn ihr einen Sonnenuntergang habt, dann solltet ihr darauf achten. Bei Maske verfeinern geht es besonders um Bereiche wie hier bei den Bäumen. Jetzt muss er ein bisschen rechnen, da das ein recht großes Bild ist. Jetzt hat er es geschafft. Und könnt hier bei den Bäumen auch einfach mal probieren, Lücken schließen und auch gesamt. Da empfehle ich auch einfach mal die Anschläge auszuprobieren und einfach zu gucken, wie gut auf euer Bild das jetzt umgerechnet wird. Und bei Details seht ihr schon hier zum Beispiel Wolken, die in dem ursprünglichen Bild drin sind, kommen dadurch dann wieder noch mal etwas mehr zum Vorschein. Also da könnt ihr darauf Einfluss nehmen, welche Details von eurem vorherigen Himmel noch zu sehen sind. Dann geht ihr weiter auf Szene neu belichten. Da wird das ursprüngliche Bild, das hier, neu belichtet und zwar auch die Farbe korrigiert. Das ist auch dann wieder wichtig, wenn der Himmel von der Farbe überhaupt nicht zum Vordergrund passt und funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Genau, genauso wie die Sättigung. Also das geht einfach darum, dass der Himmel nicht ausschaut wie reinretuschiert, sondern sich farblich anpasst. Bei der Spiegelung, das Programm erkennt jetzt auch sehr gut die Spiegelung, ist eines der ersten Programme, die das in der Perfektion auch wirklich umsetzt. Und die könnt ihr hier noch mit beeinflussen. Seht ihr, er kennt das hier auch wirklich super gut. Ja, also er weiß auch, dass hier zum Beispiel hier drüben, wo die Bäume sind, wo nicht viel Spiegelung ist, beziehungsweise es dunkler ist, da einfach nicht so viel passiert und hier im Himmel einfach deutlich mehr. Hier drunter findet ihr Augmented Sky. Ja, das ist so eine Spielerei, die würde ich jetzt gar nicht benutzen. Da gibt es zum Beispiel noch Vögel. Ihr seht es schon, das ist jetzt doch dann schon sehr fantasievoll, sage ich mal, und schaut nicht mehr wirklich echt aus. Hier oben könnt ihr an diesem kleinen Button es immer wieder ausschalten, wenn ihr es nicht haben möchtet. Genau, was auch noch sehr schön ist, ist, dass man sehr leicht hier eine Sonne platzieren kann. Dazu drückt ihr hier oben auf Sonne platzieren und könnt jetzt in dem Fall genau einfach mal eine Sonne einzeichnen. Also ihr seht es schon, dass dann damit einfach sehr leicht auch Licht generiert werden kann. Auch wenn ich jetzt die Sonne zum Beispiel hier aus dem Bild rausnehme, kann ich trotzdem darauf Einfluss nehmen und nochmal so einen kleinen Effekt hinzufügen. Ich gehe jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Regler ein, aber ihr könnt euch da mal durchspielen. Als nächstes, wenn ihr soweit mit dem Bild zufrieden seid, geht ihr hier oben auf Exportieren und könnt das Bild dann speichern. Ja, als nächstes möchte ich euch die Porträtfunktion vorstellen, beziehungsweise was ihr mit Porträts in Lumina alles machen könnt. Dazu suche ich mir jetzt hier mal ein Porträt von meinem letzten Shooting aus und gehe wieder auf Vorlagen. Ihr seht jetzt schon, dass er erkannt hat, dass hier Personen drauf sind und stellt euch hier auch schon wieder Dinge vor. Experimentell, das ist so ein bisschen, ich sag mal, verspielt. Ja, ihr seht es schon, da kommen dann auch so bisschen Artefakte und Sonnenlicht und sowas mit rein. Kann natürlich auch ganz cool ausschauen, das würde mir jetzt auch ganz gut gefallen. Das passt jetzt auch farblich ganz gut dazu. Aber wir können hier nochmal oben nochmal weiterschauen bei Influencer. Und ihr seht auch schon, dass da teilweise schon Hautretuschen angewandt werden. Genau, das möchte ich euch jetzt dann auch nochmal zeigen. Jetzt suchen wir uns mal hier eins aus, was uns ganz gut gefällt.
Ja, das gefällt mir an sich ganz gut, aber ich würde jetzt gern lieber mal bei Farbe für euch bleiben. Sonst suchen wir doch mal hier so eins aus. Auch da kann man jetzt hier unten wieder die Stärke beeinflussen, relativ leicht. Ja, ganz stark ist mir schon zu viel, also da könnte man jetzt ein bisschen was machen und geht dann hier oben wieder auf Bearbeiten. Jetzt, wenn ich hier ein bisschen weiter runter scrollt, findet ihr Porträt. Und da gehen wir mal als erstes aufs Gesicht, was jetzt hier eine sehr schöne Funktion ist, dass ihr direkt das Gesicht aufhellen könnt mit einem einzigen Regler, ohne dass ihr eine Maske erstellen müsst oder ähnliches. Lumina erkennt das Gesicht und ihr könnt einfach hier mit diesem Regler darauf Einfluss nehmen. Und ihr seht schon, das ist auch sehr schön gelöst. Wenn ich jetzt den Regler vorher eingestellt hätte, hättet ihr gar nicht gesehen, dass ich das schon aufgehellt hätte. Also in dem Fall ist es wirklich ein sehr gutes Tool. Dann könnt ihr hier auf Augen gehen und auch da könnt ihr Einfluss nehmen auf zum Beispiel die Farbe. In dem Fall ist es schon blau. Jetzt schauen wir mal. Ja, das macht er wirklich sehr gut. Also obwohl das Mädchen jetzt zur Seite guckt und man einfach das Gesicht nicht direkt von vorne sieht, erkennt er das wirklich perfekt. Und man kann jetzt hier verschiedene Augenfarben in das Bild importieren. Dann kann man hier natürlich auch einfach da wieder an Reglern spielen, Augen vergrößern. Ja, ich halte davon natürlich insgesamt nicht so viel, das Model jetzt extrem zu verändern. Da hört ja irgendwann die Fotografie auch auf. Ihr könnt aber trotzdem hier und da ganz gut drauf Einfluss nehmen. Wo ich zum Beispiel immer drauf Einfluss nehme, wenn jetzt auch das Model ein bisschen mit Pickeln oder sonstigen hier Probleme hat, dann kann man einfach hier ein bisschen die Haut noch retuschieren. Ich zeige es euch mal, das ist jetzt auch nicht viel. Ja, aber es ist doch so, dass es dann auffällt. Und man einfach insgesamt ein besseres Gesamtergebnis bekommt. Ihr seht es, es ist jetzt nicht total verfälscht, aber trotzdem gibt es da eine kleine Verbesserung. Hier kann man den Körper noch etwas schlanker oder etwas fülliger darstellen, je nachdem, wie man es möchte. Ich finde, das ist hier perfekt. Und genauso kann man auch noch ein bisschen auf den Bauch Einfluss nehmen. Da seht ihr jetzt, dass die Veränderung hier im Bereich des BHs passiert. Er also den Bauch nicht wirklich erkennt. Ja, also da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht irgendwas verändert, was man gar nicht möchte. Hier unten habt ihr dann noch weitere Felder für Professional. Da könnt ihr auch mal drauf gehen. Rand entfernen, Objektivverzeichnung. Jedes Objektiv hat ja eine Verzerrung. Und in Photoshop könnt ihr direkt euer Objektiv auswählen und es wird direkt für dieses Objektiv herausgerechnet. Das funktioniert jetzt hier bei Lumina nicht. Aber ihr könnt, wie ihr seht, auch da die Verzerrung per Hand einfach noch ein bisschen rausnehmen. In meinem Fall kommt jetzt das Foto schon aus Lightroom und deswegen ist diese Verzerrung schon rausgenommen. Ja, auch da könnt ihr dann wieder auf Exportieren klicken und das Bild speichern. Jetzt zeige ich euch mal noch hier diese Möglichkeiten der lokalen Maske. Ihr könnt hier mit dem Pinsel eine lokale Maske hinzufügen und dann einfach hier zeichnen. Das zeichnet das jetzt nicht rot, sondern da, wo rot ist, mache ich später meine Veränderung und kann hier noch weitere Einstellungen dann vornehmen, zum Beispiel die Sättigung erhöhen oder verringern. Also ihr seht das hier nur in diesem Bereich, wo ich dann sage, okay, da ist mir jetzt die Farbe doch ein bisschen zu viel oder zu wenig gewesen, kann ich darauf direkt nochmal Einfluss nehmen. Hier auf dem kleinen Verlaufszeichen seht ihr den aktuellen Verlauf, was alles gemacht wurde und könnt jederzeit in der Zeitleiste zurückrutschen und die Änderungen wieder rückgängig machen. Ja, da sieht man jetzt schon ganz gut den Vorher-Nachher-Vergleich.
was schon eine gute Verbesserung ist. Und ihr könnt nachträglich immer noch hier unten auch diese Änderungen wieder rausnehmen und wieder weiter reinnehmen. Jetzt möchte ich euch nochmal anhand eines anderen Landschaftsbildes ein bisschen anderes Bild demonstrieren. Da können wir nochmal hier auch zurückgehen. Hier unten findet ihr nochmal weitere Sachen, also zum Beispiel Sonnenuntergänge. Wenn ihr hier draufklickt, habt ihr nochmal verschiedene Sonnenuntergänge. Ja, das ist jetzt natürlich schon viel zu starke Bearbeitung. Dieser Himmel ist im Moment sehr in, also auch andere Fotografen haben diesen Himmel schon vorgestellt. Zum Schloss Neuschwanstein hier hinten mag das jetzt spielerisch vielleicht passen, aber es ist doch schon immer etwas extrem. Aber ihr seht das, wie gut Lumina auch das jetzt wieder löst. Und vielleicht hier in der Richtung kann man das nehmen und kann dann nochmal weitergehen wieder zum Bearbeiten. Wenn ihr jetzt hier immer noch auf dem Verlauf seid, klickt ihr hier oben einfach wieder auf Werkzeuge und könnt dann hier wieder mit den Reglern ein bisschen spielen. Wenn euch jetzt das Bild etwas zu gesättigt ist, wie hier, könnt ihr auch hier mit der Sättigung und mit der Dynamik wieder ein bisschen spielen und einfach das Bild nicht ganz so unnatürlich aussehen lassen. Wenn ihr einen Farbstich habt, könnt ihr hier auch den Farbstich verändern. Oder ihr sagt, ich möchte jetzt doch dieses Bild lieber in Schwarz-Weiß haben und könnt hier auf die einzelnen Farben Einfluss nehmen, was die Helligkeit betrifft. Hier oben im Bild war relativ viel, also hier oben im Bild war relativ viel Rottöne zu finden. Ihr könnt auf die Rottöne Einfluss nehmen. Grün würde sich jetzt hier unten viel mehr verändern. Genau, das ist dann schon hier vorne mehr Gelb. Also hier sieht man, hier hinten ist das Grün. Hier vorne sind die Gelbtöne. Und so kann man einfach im Schwarz-Weiß-Bild auch nochmal darauf Einfluss nehmen. Ja, wer jetzt auch Spaß gefunden hat an Lumina, dem kann ich nur wärmstens empfehlen, Photoshop tatsächlich mal beiseite zu lassen und sich erstmal Lumina anzuschauen. Ich habe euch unter dem Video den Link zu Lumina reingeschrieben. Dort könnt ihr bequem draufklicken. Und da wollte ich euch noch eine Sache zeigen. Und zwar, wenn ihr dann hier drauf geht und das Programm kaufen möchtet, ist hier oben ein kleiner Button. Da stehen zwei Geräte und ein Gerät. Und der Preis verändert sich, je nachdem, ob ihr zwei Geräte oder ein Gerät ausgewählt habt. Das heißt, ich empfehle euch, klickt auf ein Gerät, wenn ihr tatsächlich auch nur ein Gerät benutzt. In meinem Fall, ich habe das jetzt auch nur für ein Gerät gekauft. Das reicht mir vollkommen aus und kostet dann in dem Fall 79 Euro. Für Lumina 4, wer darauf nicht verzichten möchte, habe ich einen 25% Gutschein. Den würde ich euch auch unten nochmal verlinken. Da sind aber die Artificial Intelligence, also diese AI-Funktionen, nicht vorhanden. Das ist die Vorgängerversion, aber dafür gibt es die halt jetzt auch mit 25% Rabatt, was vielleicht für den einen oder anderen auch interessant ist, der sagt, er muss jetzt nicht diese sehr künstliche Sachen mit dabei haben, will aber auch gerne nicht so viel Geld ausgeben. Für den ist dieses Lumina 4 auf jeden Fall auch eine Option. Genau, hier gibt es auch Mitgliedschaften, habe ich jetzt selber nicht gemacht, mir reicht es und ich habe ja Lightroom und Photoshop an sich auch noch, mit dem ich hauptsächlich arbeite. Aber gerade zum Beispiel für die Gruppe in Facebook, ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Ich bearbeite dein Bild 2.0. Da kann jeder eintreten, der möchte, seine Bilder reinstellen und die werden euch kostenlos dort bearbeitet. Von ganz vielen lieben, netten Leuten, die tatsächlich in ihrer Freizeit einfach Spaß haben an der Bilderbearbeitung. Und für diese Leute ist bestimmt Lumina auch sehr gut geeignet, weil es einfach relativ schnell geht, einen schönen Bildlook zu erzeugen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unten auf Abonnieren klickt und mir vielleicht einen netten Kommentar hinterlasst. Ja, und ihr dürft mir gerne auch schreiben, welches Video ihr euch als nächstes wünscht. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald, eure Janina.